Herzlich willkommen bei Diane Smokewalkes Bastelecke. Und ich wollte euch heute was zeigen. Mein Leben lang, als I-Dötzkes angefangen, hat der Diane sich mit Elektronik befasst. Dann habe ich ein Leben lang auch mit Elektronik zu tun gehabt, beruflich. Ich war auch selbstständig, habe alles Mögliche gemacht, aber so ein Hammerwerkzeug hier habe ich nicht gebraucht. So was Ähnliches, um Kabel durchzuschneiden, hatte ich schon, aber so etwas noch nicht. Das ist also was ganz Neues, weil, geht man da näher dran, und wenn ihr da oben schauen könnt, da oben, dann könnt ihr euch vielleicht denken, für was es ist. Denn das Dianche musste 35 Quadratkabel miteinander verbinden. Das heißt, an den Enden einmal eine Plusleitung, einmal eine Minusleitung mit Ösen versehen, weil die verschraubt wurden. Und ich habe schon alles Mögliche an Werkzeug, aber die Ösen, die ich habe, und auch die Ösenzange, die ich habe, die macht alles, aber keine 35 Quadrat, keine 16 Quadrat und auch keine 50 Quadrat. Und ich habe mal versucht, 35 Quadrat so am Schraubstock zu machen, mit einem Hammer und einem Dorn. Ach, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann hat der Dian schon mal so geguckt, was fertige Kabel mit fertiger Öse kosten. Ich kann euch sagen, Leute, das ist nicht billig. Ne? Also habe ich mir dann doch überlegt, holst du jetzt so eine Zange? Ich brauche die regelrecht nur viermal. Einmal jede Seite vom Minuskabel und jede Seite vom Pluskabel. Was machst du jetzt? Wo gehst du hin? Ja, wo lässt du das machen? Wo holst du das? Wird teurer, kann ich euch sagen. Vergesst es. Also, dann lohnt sich lieber, jemand zu fragen, der als Hobby, so wie ich, so etwas macht und so eine Zange hat, als wenn man irgendwie zu einem Betrieb hingeht und das da machen lässt. Das wird zu teuer. Also habe ich gesagt, holt sie dir die Zange, obwohl die paar schlechte Werte hatte, aber egal wie auch immer, auch wenn sie nicht ganz so sauber die Kabel unten einquetscht, ist besser als nicht. Und es hat auch gut funktioniert. Ne? Die Kabel schön draufgequetscht, Schrumpfschlauch drüber. Und jetzt zeige ich euch, warum, weshalb, weswegen ich diese Zange brauchte und die Kabel, Verbindungskabel, Plus und Minus in 35 Quadrat. Und da würde ich sagen, Mats ab zum nächsten Abschnitt. Meine Batterie ist gekommen. Jetzt habe ich zweimal 280 Amperestunden. Das sind summa summarum 560 Amperestunden. Das dürfte reichen, um hier mein Computeranlage, mein Netzteil etc. pp. Und noch da meine Funkanlage zu betreiben. Dürfte locker hinkommen. So, und ich zeige euch auch mal die Verdrahtung. Oh, alte Frau, erheb dich.
So, da seht ihr es, da ist unten, kommt plus minus hoch, geht darüber, rechts ist Masse, links ist Plus. Hochheben kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe diese Gummimatten oder Anti-Rutschmatten, habe ich festgemacht, dass da die schön liegen bleiben, so wie sie da sollen. Wenn mal irgendwo was Metallisches von oben runterfällt, weil ich hier was am Basteln bin, dass es keinen Kurzschluss gibt. Mittlerweile, seht ihr auch, ist ein Notschalter hier zwischen gekommen. Drückt man drauf, also jetzt einmal. So, da ist er an. Runter. Zack, weg. Und jetzt ist er aus. Also, zack, schalten wir wieder ein. So. Und das funktioniert dann soweit auch wieder alles. Und das alles, das andere kennt ihr ja. Hier ist einmal Temperaturfühler, der auf den Laderegler geht. Dann hängt hier noch was zwischen, auch noch mit dem Fühler, der Temperatur und Spannung misst. Alles ist hier abgesichert. Kann also nichts mehr schief gehen, außer, dass der Himmel total grau ist. Selbst mein Nachbar hat keinen Ertrag. Ganz normal bei so einem miesen Wetter. Das war's auch schon wieder. Kurz und bündig der Abschluss meiner Photovoltaikanlage. Jetzt kann nur noch eins kommen, der Frühjahr und Sommer, damit der Ertrag anständig kommt, meine Batterien auch schön voll werden, ich sie nutzen kann, die Energie, die von der Sonne kommt, und mir Kilowatts bringen. Ne? Es rappelt dann in mein Portemonnaie oder in meiner Stromkasse. Darum geht das ganze Jahr. Ne? Geld sparen, denn Strom wird teuer. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim gemeinschaftlichen Hobby Elektronik oder beim Dampfen oder wie auch immer. Man sieht sich, man hört sich. Tschüss, bye bye. Winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi und weg. Bis dann, bye.